Ja, ich darf mich ganz herzlich für die Einladung bedanken zu dieser Tagung. Und ich habe mich gefreut, als Hans sagte, man sollte sich doch, wenn es um Bildungsarbeit geht, auch mal wieder über Kultur und Bildungsarbeit unterhalten. Das ist ein Thema, was gar nicht so häufig vorkommt, aber doch ziemlich wichtig ist. Ich werde versuchen, das deutlich zu machen an Beispielen. Mein Name ist Heinrich Bleicher. Ich bin Bereichsleiter Kunst und Kultur bei Verdi gewesen, ziemlich lange. War der Geschäftsführer des Schriftstellerverbandes und hatte in der Zeit, jetzt sage ich mal grob von 2000, sehr lange mit Künstlerinnen und Künstlern zu tun. Verdi ist eine Gewerkschaft, die durch Zusammenschlüsse über 20.000 Künstler und Künstlerinnen organisiert hat. Das heißt, die Aufgabe hat sich gestellt, zum einen etwas für diese Künstlerinnen und Künstler zu tun, weil sie sind, was Einkommen anbetrifft, was Arbeitsbedingungen anbetrifft, eher am unteren Ende der Verdienstskala angesiedelt. Also da war Handlungsbedarf, aber auf der anderen Seite kann und konnte man sich natürlich auch die Arbeit von Künstlern zunutze machen. Das heißt, wie man mit Hilfe von Kultur die Mitglieder beeinflussen kann. Das ist eine Aufgabe gewesen, der wir uns gestellt haben und stellen. Ich werde das an Beispielen deutlich machen. Und das geht also in zwei Richtungen. Es geht um die Interessenvertretung von Künstlerinnen und Künstlern, um Kulturpolitik. Aber es geht eben auch darum, den Mitgliedern der Gewerkschaft, und das richtete sich in erster Linie an Verdi-Mitglieder, aber natürlich darüber auch hinaus, Mitglieder aller Gewerkschaften waren eingeladen, an diesen Bildungsveranstaltungen teilzunehmen. Ich werde als einen kleinen Vorspann etwas über Kunst sagen. Kulturpolitik und Kulturarbeit war das Thema, aber das klingt so etwas nüchtern. Und wir haben bei Kulturveranstaltungen, auf die ich nachher noch komme, bei Tagungen immer schöne lyrische Titel gesucht. Oder Begriffe, die den Zusammenhang des Themas auf eine andere Art deutlich machen. Die Kunst ist die Tochter der Freiheit. Das ist eine Aussage von Schiller. Aber bevor ich zu einigen Aspekten von Schillers Theorie über die ästhetische Erziehung komme, die mit Ästhetik was zu tun hat, aber eigentlich mit Bildungspolitik, mit Selbstbildungspolitik, wie du, Hans, ja schon angesprochen hast, nicht? Es geht darum, dass die Menschen sich bilden, um wirklich Menschen zu werden. Da ich hier in Wien bin, habe ich natürlich überlegt und gesagt, ich muss doch den Gastgebern gegenüber eine Referenz machen. Hab geschaut und habe festgestellt, am 30. April 1987 hielt ein aus dem Exil heimgekommener österreichischer Jude einen Vortrag anlässlich einer Maiveranstaltung der SPÖ in Salzburg. Er sprach über die Arbeiterbewegung als kulturelle Kraft. Zitat: Österreichs Arbeiterbewegung hat zwischen den beiden Weltkriegen die größte, umfassendste Arbeiterkulturbewegung innerhalb der kapitalistischen Welt geschaffen. Das Kulturwerk der österreichischen Sozialdemokratie umfasste nicht nur die großartigen Arbeiterbüchereien, das Arbeiterbildungswerk, einschließlich Kunststelle, Kino und Theater, Gesangsvereine, Fotografievereine, Kindergärten, sinnvolle Freizeitgestaltung, die Schulreform, Erwachsenenbildung, Möglichkeiten für Vergnügungs- und Bildungsreisen, sondern auch neue Formen gemeinschaftlichen Lebens. In neu geschaffenen großen Gemeindebauten, gemeinsamer Wäscherei mit eigenen Leseräumen, Büchereien, Kindergärten, Bädern und so weiter. Sozialisten aus aller Welt kamen nach Österreich und bewunderten diese Leistung. Es entstand, unterstützt durch gewerkschaftliche und politische Erfolge, eine neue Lebensform,
die von der Wiege und Kinderkrippe bis zur Feuerbestattung reichte. Arbeiterkultur sollte so von der Ansteckung durch das Bürgertum abgesondert werden. Basis dieser Arbeiterkultur war natürlich der Klassenkampf der Arbeiterbewegung, deren Selbstbewusstsein sich durch die Erfolge dieses Kampfes gesteigert hatte und das nun seinerseits durch die kulturellen Errungenschaften gehoben wurde. Aber zumindest ein gewisses Maß von Klassenbewusstsein war Voraussetzung für die ersten Solidarisierungsprozesse, mit denen Klassenkampf und Arbeiterbewegung ja begonnen hatten. Das sollten wir ebenso wenig vergessen wie die Tatsache, dass die gültige Formulierung der Kampferfahrungen und der sich daraus ergebenden Sozialismusstrategie ebenso wie die lebendige Erhaltung der sozialistischen Zielvorstellung die wichtigste Kulturaufgabe der Arbeiterbewegung ist. Nur eine Arbeiterbewegung, die in sich selbst wieder die Kraft zur Wahrheit, zur schonungslosen Analyse der Wirklichkeit und ihre eigene Beziehung zur Wirklichkeit findet, kann wieder eine starke Arbeiterbewegung werden. Und nur eine starke Arbeiterbewegung kann ihrer Kulturbewegung Kraft geben und dann aus dieser ihrer eigenen Kulturbewegung wieder Kraft schöpfen. Zitat Ende. Wer war's? Das ist die Julius. Nein, das war der Herr hier rechts. Ja. Erich Fried. Soweit also mit Respekt zu den Errungenschaften der österreichischen Arbeiterbewegung, woraus man, denke ich, immer noch lernen kann. Ein kurzer Blick zurück, aber was hat es mit dem Titel »Die Kunst ist die Tochter der Freiheit« auf sich? Hier müssen wir zeitlich noch etwas weiter zurückgehen. Der Gründungspräsident der Erich-Fried-Gesellschaft, das ist ja der Herr in der Mitte, Hans Meyer, hat sich in seiner Rede 1955 über das Ideal des Lebens zum 150. Geburtstag Friedrich Schillers zu dessen Auffassung von der Kunst und vom Ideal des Wahren, Guten und Schönen geäußert. Er ging nicht nur auf Schillers Antrittsrede als Professor in Jena ein, über die Aufgaben des Geschichtsstudiums, sondern auch auf seine Theorie, welche die ästhetische Erziehung des Menschen zum Gegenstand hat. Es sei nur kurz erwähnt, dass Schillers Antrittsrede 7 Wochen vor dem Sturm auf die Bastille am 14. Juli 1789 gehalten wurde. Die Frage der Freiheit war gestellt. Zu diesem Zeitpunkt gibt es eine Schaffenspause im dramatischen Werk von Schiller. Die Frühphase mit den Räumern, Fiesco, Kabale und Liebe und dem Don Carlos ist beendet. Und bevor er das spätere Werk mit dem Wallenstein beginnt, befindet er sich in einer Umbruchphase. Er schreibt über das Kunstwerk der politischen Freiheit und den Ausblick auf eine künftige Lebenskunst. 1795 werden die Briefe über die ästhetische Erziehung des Menschen in der Monatszeitschrift Die Horen veröffentlicht. Es geht ihm dabei nicht um ästhetische Reflexionen, sondern um ein politisches Konzept, um eine Auffassung von der Kunst, vom Ideal des wahren Guten und Schönen. Ästhetisch bedeutet dabei das Spielen. Das heißt, der souveräne, fantasievolle Umgang zwischen den Möglichkeiten und den tatsächlichen Gegebenheiten. Es ist die Fantasie, eine Mitte zu finden zwischen dem Menschen in der Idee und dem Menschen in der Zeit. Und dies mit dem Ziel einer entsprechenden Gemeinschaftsbildung, Selbstbildung. Schiller, Zitat. Der Lauf der Begebenheiten hat dem Genius der Zeit eine Richtung gegeben, die ihn immer mehr und mehr von der Kunst des Ideals zu entfernen droht.
Diese muss die Wirklichkeit verlassen und sich mit anständiger Kühnheit über das Bedürfnis erheben. Denn die Kunst ist eine Tochter der Freiheit und von der Notwendigkeit der Geister, nicht von der Notdurft der Materie, will sie ihre Vorschrift empfangen. Jetzt aber herrscht das Bedürfnis und beugt die gesunkene Menschheit unter sein tyrannisches Joch. Der Nutzen ist das große Idol der Zeit, dem alle Kräfte fronen und alle Talente huldigen sollen. Das kommt einem bekannt vor, wenn man das so hört. Sieht heute in vieler Hinsicht nicht anders aus. Schiller kämpft mit der deutschen Misere. Der deutsche Staat oder die deutsche Kleinstaaterei sind völlig ungeeignet, den Prozess der Humanisierung zu leisten, das, was die Aufklärung aufgerufen hat. In seiner Theorie geht es ihm um die Überwindung der Kluft des Menschen als Triebwesen und denkendem Wesen. Dem Stofftrieb wie dem Formtrieb ist es mit ihren Forderungen ernst, weil der eine sich beim Erkennen auf die Wirklichkeit, der andere auf die Notwendigkeit der Dinge bezieht, weil beim Handeln der erste auf Erhaltung des Lebens und der zweite auf Bewahrung der Würde, beide also auf Wahrheit und Vollkommenheit gerichtet sind. Soweit Schiller. Kommen wir zu einer aktuelleren Definition in die Gegenwart und zum entsprechenden Positionspapier oder der Position von Verdi. Kultur ist der gesamte Komplex unterschiedlicher geistiger, intellektueller und emotionaler Ausdrucksformen, die eine Gesellschaft oder eine soziale Gruppe kennzeichnen. Sie schließt nicht nur die Künste und Literatur, sondern auch bestimmte Formen des Lebens ein. Form der Unterhaltung, Form von innovativem Potenzial, aber auch von innovativem Potenzial. Kunst und Kultur finden nicht abgehoben von gesellschaftlichen und technologischen Veränderungen statt. Das, was du angesprochen hattest, nicht? Der konkrete Prozess der gesellschaftlichen Veränderung wirkt sich natürlich auch auf Kunst und Kultur, ihre Ausübung aus. Soweit eine kurze Anmerkung zu der kulturpolitischen Positionierung von Verdi. Das war das, was ich gerade vorgetragen habe. Ich hätte es einblenden können, aber man kann es dann auch nachlesen. Die Gewerkschaft Verdi hat Arbeitsstrukturen für diese Kulturpolitik oder für die Kulturarbeit. Innerhalb von Verdi gibt es einmal die vier verschiedenen Kunstfachgruppen: Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst und Musik. Und es gibt eine Kulturbeauftragte der Verdi. In diesem Fall ist es eine Frau. Es war eigentlich immer eine Frau. Bis heute. Und es gibt eine AG Kunst und Kultur, in der alle Kunstfachgruppen zusammenarbeiten, um die Kulturpolitik von Verdi zu entwickeln bzw. weiter voranzutreiben. Europäisch sowie international sind wir mit den Künstlerinnen und Künstlern im European Writers Council, das sind die Schriftsteller, in Euromay, Media Entertainment International, ist die internationale, hier für den europäischen Bereich, für Kunst- und Medienschaffende, aber auch für Filmschaffende. Und Unimay World ist die Weltorganisation für den schon genannten Bereich. Es gibt weiterhin die FIA, die internationale für den Theaterbereich, und die FIM, die internationale für den Musikerbereich. In all diesen Organisationen machen wir als Kunst- und Kulturgewerkschaft Verdi, das sind eben nicht nur Angestellte und die Kolleginnen und Kollegen aus anderen Bereichen, machen wir Politik. Welche Themen und Aktivitäten sind das? Es ist das Urheberrecht, ein ganz zentraler Punkt für Künstlerinnen und Künstler. Die Künstlersozialkasse und die soziale Lage. Ich muss gestehen, ich weiß gar nicht, gibt es sowas wie die Künstlersozialkasse hier in Österreich?
Also wir haben die Akademie. Ja. So okay. Nein. Ah. Also es geht darum, die soziale Lage für Künstlerinnen und Künstler, für wirklich berufsmäßige Künstler und Künstlerinnen, keine Hobbykünstler. Man muss bestimmte Voraussetzungen erfüllen, deren Lage zu verbessern. Es geht auch um Tarif- und Honorarverhandlungen für diesen Bereich. Es geht um die Frage der Kulturfinanzierung. Das ist immer eine heftige Debatte. Für Kultur ist ja kein Geld da, aber öffentliche Einrichtungen nehmen Kultur nicht nur zur Kenntnis, sondern schmücken sich damit und dann sollen sie es auch bezahlen. Das ist eine Aufgabe oder eine Forderung, die wir stellen. Und um das Ganze entsprechend bewerten zu können, gibt es ein Kulturrating. Das heißt, es wird untersucht, in welchem Umfang öffentliche Einrichtungen, Institutionen und andere Kultur finanzieren. Es gibt Tarif- und Honorarverhandlungen für alle Bereiche. Da brauche ich im Detail jetzt gar nicht drauf eingehen. Aber es gibt eben auch Honorarverträge für Schriftsteller und Übersetzer. Die werden mit dem Börsenverein des Buchhandels ausgehandelt. Dolmetscher. Bitte? Dolmetscher. Ja, Übersetzer. Übersetzer, in aller Regel literarische Übersetzer und Übersetzerinnen. Dolmetscher haben eine eigene Organisation, aber wir arbeiten mit denen zusammen. Wie machen wir Kulturpolitik für die Mitglieder? Wir haben eine Arbeitsgruppe Artis. Kunst im Spreeport heißt das. Die Verdi-Hauptverwaltung ist in Berlin am Spree, an der Spree angesiedelt. Und wir haben da über Jahre hinweg Kunst- und Kulturausstellungen gemacht für die Mitglieder und für Gäste. Das heißt, wir haben deutlich gemacht, welche unterschiedlichen Formen von Kultur es gibt und was man, dann gab es natürlich auch Diskussionen und Gespräche, was man daraus lernen kann. Wir arbeiten im Deutschen Kulturrat mit. Der Deutsche Kulturrat ist eine Organisation aller Bundeskulturverbände für alle unterschiedlichen Kunst- und Medienbereiche. Der ist sehr wichtig gegenüber der Politik. Ich denke, eure Erfahrungen sind in mancher Hinsicht ähnlich, dass die Politik von den Gewerkschaften nicht so viel wissen will. Aber wenn der Kulturrat als ein Zusammenschluss sowohl der Arbeitgeberseite als auch der Künstlerseite Forderungen aufstellt und Diskussionen anstößt, dann hört man etwas besser zu. Das ist also eine weitere Möglichkeit, unsere Politik voranzutreiben. Und es gibt europäische und internationale Aktivitäten. Was sind die kulturpolitischen Aktivitäten? Verbesserung des Arbeitsrechts, insbesondere zur Vermeidung prekärer Beschäftigungsverhältnisse. Das brauche ich euch nicht weiter erläutern, das kennt ihr sehr gut, auch aus Österreich. Die Weiterentwicklung des Urheberrechts, insbesondere im Hinblick auf die Digitalisierung zum Schutz der Urheber- und Leistungsschutzberechtigten. Ein ganz zentraler Punkt, der mit der künstlichen Intelligenz als neuer Form jetzt eine ganz andere Qualität gewinnt. Das heißt, wenn wir da nicht Schranken einbauen, wenn wir nicht Regelungen finden, an die sich die künstliche Intelligenz nutzen als Unternehmen und die dazu zwingen, dass sie nicht einfach nur abschöpfen können, was sie im Augenblick machen. Sie sammeln alle künstlerischen Leistungen ein und vervielfältigen die und stellen die zur Verfügung. Und das muss verhindert werden. Es muss deutlich gemacht werden, welche künstlerischen Leistungen von wem stammen. Und dafür muss es auch eine Entschädigung geben oder eine Bezahlung. Entschädigung ist der falsche Ausdruck. Die Veränderung der Künstlerförderung mit den Schwerpunkten einer besseren Absicherung von Künstlerinnen und Künstlern im Rentenalter und auch eine Verstärkung der Nachwuchsförderung. Die Künstlersozialkasse, die ich schon angesprochen habe, ist 1983 eingeführt worden und seitdem zahlen die Künstlerinnen und Künstler erst Rentenbeträge ein. Das heißt, die Rente, die hauptberufliche Künstlerinnen und Künstler bekommen, liegt um die 300 bis 500 Euro bei der Masse
Natürlich haben wir auch Künstlerinnen und Künstler, die haben eine höhere Rente, weil sie mehr eingezahlt haben. Aber aufgrund der Verdienstmöglichkeiten, die Künstlerinnen und Künstler haben, ist das im Schnitt am Ende des Arbeitslebens von Künstlerinnen und Künstlern marginal. Da gibt es viel zu tun. Es braucht auch eine verbesserte Absicherung im Krankheitsfall. Und die Altersversorgung hatte ich schon angesprochen. Kulturfinanzierung als staatliche Pflichtaufgabe zur Sicherung der kulturellen Grundversorgung. Das taucht nachher nochmal auf als eine Forderung, dass Kultur als Staatsziel verankert wird. Wir haben Länderverfassung in der Bundesrepublik, wo Kultur als eine Staatsaufgabe dargestellt wird. Dann besteht eine andere zumindest Verpflichtung, sich darum zu kümmern. Aber das gibt es nicht für die Bundesrepublik insgesamt. Ausbau der kulturellen Bildung im schulischen Unterricht. Ich weiß nicht, wie die Situation in Österreich ist. In den Schulen in der Bundesrepublik wird der kulturelle Unterricht in den verschiedenen Bereichen immer weiter zurückgefahren. Das heißt, da, wo eigentlich eine Verdienstmöglichkeit wäre, und wo auch die Notwendigkeit da ist, eine kulturelle Bildung der Schülerinnen und Schüler voranzutreiben, wird das immer weiter zurückgeschraubt. Dagegen muss man sich wenden. Und ein wesentlicher Punkt, Durchsetzung der Chancengleichheit im Kunst- und Kulturbetrieb. Da spricht die Rolle der Frau an. Genauso wie wir ein Gap bei der Bezahlung von Frauen in den normalen Berufen haben, gibt es den gleichen Gap im kulturellen Bereich. Dagegen wenden wir uns entschieden und versuchen, das zu verbessern. Kultur als Pflichtaufgabe hatte ich schon angesprochen. Eine Gemeindefinanzreform, die Kommunen auch in die Lage versetzt, einer gesetzlich verankerten Kulturpflicht nachzukommen. Das heißt, die Kulturfinanzen müssen so ausgerichtet werden, dass auch die Mittel dafür da sind, Kulturveranstaltungen zu Finanzierung. In dieser Hinsicht müssen die Gesetze und Verordnungen überprüft werden. Und ein weiterer wesentlicher Punkt ist die Frage der Privatisierung des Kunst- und Kulturbetriebs. Also da, wo wir ein paar Leuchttürme haben im Bereich der privaten Kulturpolitik, wird verdient, aber das sind wirklich nur die Leuchttürme. Und die Frage einer kulturellen Finanzierung durch die Gemeinden, Kommunen und letztlich durch den Staat in modifizierter Form wäre dringend notwendig, um eine vernünftige Basis oder ein Level für alle Kunst- und Kulturbeauftragten zu schaffen. Das betrifft auch den Erhalt der Kultureinrichtungen und die Frage von Musikschulen. Die Frage der Finanzierung von Musikschulen ist ein großes Problem. Es gibt bei uns eine Drittelfinanzierung. Aber das, was da zusammenkommt, ist im Vergleich zu einem normalen Beschäftigungsverhältnis nicht ausreichend, ganz abgesehen davon, dass es einen hohen Grad von freiberuflicher Tätigkeit gibt und in den Musikschulen nur ein paar funktionsleitende Stellen, wo entsprechend finanziert wird. Erziehung an öffentlichen Schulen, ja. Auch die Beteiligung der Länder und Kommunen hatte ich schon angesprochen. Vielleicht der letzte Punkt, die Verabschiedung eines Gesetzes über Künstlergemeinschaftsrecht. Das Urheberrecht verfällt nach 70 Jahren. Und wer dann an diesen künstlerischen Werken verdient, sind die Kulturanbieter, also die Arbeitgeber in unterschiedlicher Form. Wer nichts mehr verdient, ist der Künstler oder die Künstlerin. Und wir sagen, es muss von den Werken, wo eben das Urheberrecht verfallen ist, die Möglichkeit geben, dass ein Künstlergemeinschaftsrecht existiert. Das heißt, dass aus den Mitteln, die damit erworben werden, durch Arbeitgeber oder Verwerter, Mittel in eine Kasse für Künstlerinnen und Künstler fallen. Das ist das Stichwort Künstlergemeinschaftsrecht. Die Absicherung von Ausstellungsvergütungen im Urheberrechtsgesetz. Bildende Künstler verdienen nicht, wenn sie eine Ausstellung machen. Es sei denn, sie verkaufen Bilder. Aber die erste Ausstellung fängt in der Regel damit an, dass der Galerist oder der die Ausstellung macht, ein Bild des Künstlers kriegt.
und nicht dafür bezahlt. Also es ist eine relativ desolate Lage und wir sagen, für solche Ausstellungen müssen Vergütungen gezahlt werden. Der erste Schritt ist, das bei öffentlichen Einrichtungen zu machen, unter der gleichen schon angesprochenen Maßgabe, dass die öffentlichen Einrichtungen dafür auch die Mittel zur Verfügung haben müssen. Digitalisierung hatte ich schon angesprochen. Es gibt einen Nothilfefonds des Bundes für in Not geratene Künstler, aber der ist sehr gering. Da ist nicht viel drin. Und die Frage ist, ob man da nicht eine Einrichtung schafft, die im größeren Umfang Künstlerinnen und Künstlern helfen kann, wenn sie in Not geraten sind. Wir haben, als die UNESCO-Konvention über den Schutz und die Vielfalt kultureller Ausdrucksmöglichkeiten erarbeitet wurde, daran mitgearbeitet. Das war also im internationalen, erst europäischen, dann aber auch globalen Bereich, eine unserer Aktivitäten. Und es ging eben darum, dass bei der Verwertung von Kunst und Kultur auch auf globaler Ebene, das heißt bei Handelsverträgen wie TTIP, CETA und ähnlichen Verträgen, Regelungen eingebaut werden, die sicherstellen, dass die kulturelle Vielfalt nicht beschädigt wird, sondern dass sie geschützt wird. Ganz zentraler Punkt. Wir machen, um das alles zu erreichen, Lobbyarbeit bei der Europäischen Kommission, auch über unsere europäischen Verbände, die ich eingangs schon angesprochen hatte, vom Europäischen Schriftstellerverband über die anderen künstlerischen Organisationen. Wir arbeiten in den Strukturen der UNESCO mit und wir machen Kultur- und Medienpolitik auch bei der Internationalen Arbeitsorganisation. In Genf, genau. Sie kennen das, das ist eine Drei-Parteien-Angelegenheit, nicht? Aber als es anfing mit der Frage der Digitalisierung und den Veränderungen der Arbeitsverhältnisse im Kunst- und Medienbereich, haben wir gesagt, darüber muss auch auf dieser Ebene geredet werden, damit es entsprechende Regelungen und Maßnahmen gibt. Jetzt mache ich noch mal einen kleinen Exkurs. Wir haben Tagungen zu Literatur und Politik gemacht. Hans, bist du mal so nett? Ich habe dir drei Beispiele mitgebracht. Da haben wir Hans kennengelernt. Das ging von 2006. Ich habe jetzt schon die falsche Folie hier erwischt. Das ist die nächste. Fing in 2006 an mit einer Tagung zu Heinrich Heine. Mal gucken, ob ich... Oder habe ich es nur falsch sortiert? Ach ja, da ist er. Permanent in Diskussionen. Nicht? Es gab kein Thema, bei dem Hans nicht dabei gewesen wäre und zu dem er nicht auch was gesagt hätte. Das ist eine kleine Erinnerung, Hans, an einen der profiliertesten Teilnehmer, Joost Hermann. Der ist Literatur- und Kulturwissenschaftler in Wisconsin gewesen, in den USA. Und er ist jedes Jahr auf eigene Kosten zu diesen Tagungen gekommen und hat da brillante Vorträge gehalten. Eine Stunde lang, es war nie langweilig. Das ist Punkt 1, Literatur und Politik. Also Heinrich Heine, die Emanzipation des Volkes war die große Aufgabe unseres Lebens. Und dann wurden von verschiedenen Leuten, von denen wir drei am Tisch sitzen, zu unterschiedlichen Themenaspekten Vorträge gehalten. Am Anfang ging es um Künstlerinnen und Künstler. Das nächste ist Wolfgang Borchert, anlässlich des 60. Todestages, dann Ernst Barlach. Und dann kamen natürlich die Frauen und sagten, was ist denn hier los? Und wir haben eine Schwerpunkttagung gemacht, die Frau greift in die Politik. Das ist so ein Zitat eines Schriftstellers. 2010, der Sturz in die Barbarei, Antworten deutschsprachiger jüdischer Künstlerinnen und Künstler. Das war ein richtig spannendes Thema. Wir haben es in großer Bandbreite gehabt an den drei Beispielen, die rumwandern. Wenn man es aufklappt, sieht man auf der Rückseite, welche unterschiedliche Themen
da wozu referiert worden ist. Dann gab es wieder ein Thema nur zu Frauen. Das Zitat, Frauen sind dazu berufen, Utopien bewohnbar zu machen. Das ist von Ingeborg Drewitz, einer Schriftstellerin, die im Schriftstellerverband tätig gewesen ist. Dann kam die Arabische Revolution. Also wir sind dann stärker zu politischen Themen gegangen und haben versucht, diese politischen Themen in unterschiedlicher Form aufzugreifen. Also da war zum Beispiel die Frage, woher kommt eigentlich das Orientbild? Was ist denn in unseren Köpfen? Wenn ich in den Kreis schaue, könnte ich mir vorstellen, einige haben Karl May gelesen. Das war also auch ein Thema. Weltwirtschaftskrisen 2013, nicht? Große Krise, also war das das Thema. Und jetzt muss ich ganz schnell wieder zurückspringen zum zweiten. 2014, Beginn des Ersten Weltkrieges. Das Denken der Zukunft muss Kriege unmöglich machen. Albert Einstein. Natürlich hat jemand zu Albert Einstein gesprochen, aber auch zu vielen anderen Fragen. Dann kam 2015, Aufbau nach 45. Endlich unser Kraft zu trauen und ein schöneres Leben aufzubauen. Zitat von Bertolt Brecht. 2016, die Frage der Flüchtlinge wurde immer virulenter. Also haben wir gesagt, das ist ein Thema, dem wir uns widmen müssen. Werft eure Hoffnung über neue Grenzen, eine Aussage von Walter Mehring, der ja auch in Österreich ein nicht ganz Unbekannter ist. Dann die Frage der Arbeitswelten in Literatur und Kunst. Reich der Notwendigkeit und Reich der Freiheit. Manchen, die mal Karl Marx gelesen haben, kommt diese Formel nicht ganz unbekannt vor. Und dann kam natürlich 2018 die Novemberrevolution. Und die Frage zu sagen, was ist, bleibt die revolutionärste Tat, Rosa Luxemburg. Das war auch eine sehr spannende Veranstaltung. Und im nächsten Jahr drauf war dann das Thema Widerstand ist nichts als Hoffnung, ein Zitat von René Char. Da hast du, Claudia, drüber berichtet, nicht? Über René Char. Ja, das waren, schnell wieder weitergeblättert, diese Themen zu Literatur und Politik. Und damit mache ich jetzt einfach mit Blick auf die Uhr einen Punkt. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit.